Die Rettungskräfte staunten sicher nicht schlecht, als sie zu einem Unfall in der Nähe des Kreisverkehrs bei Wörnitz-Ostheim gerufen wurden. Ein halb auf die Fahrbahn ragender Telefonmast, doch weit und breit kein Anhaltspunkt, wie dieser Mast so demoliert wurde. Wie sich jedoch kurze Zeit später herausstellte, fuhr ein ca. 19-Jähriger mit gut 2 Promille Alkohol im Blut gegen ca. 20.30 Uhr genau gegen diesen Mast und überschlug sich daraufhin mit dem Fahrzeug. Ein Zeuge beobachtete, wie der 19-Jährige seine Stoßstange in den völlig demolierten Wagen packte und in Richtung Wemding davonfuhr. Circa 2 Kilometer später gelang es ihm dann, das Fahrzeug und dessen Fahrer zu stoppen. Angesichts des Schadens, der zwar nur ca. 1000 Euro beträgt, ist es erstaunlich, dass der Fahrer mit nur leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Nördlingen eingeliefert werden konnte.